So, grüße euch zu meinem Vortrag Alles Nix. Schön, dass so viele in den Vortragsraum gefunden haben. Ich sage es gleich dazu, ihr könnt diesem Vortrag auch live folgen. Das ist eine HTML-Präsentation, das heißt, ihr könnt euch selber in eurem Tempo durchklicken, wenn ihr Lust habt. Ansonsten könnt ihr auch gerne zwischendurch Fragen stellen und mich unterbrechen, sollte mal irgendwas unklar gewesen sein auf einer Folie. Ich lasse das jetzt noch kurz da. Falls das wer scannen möchte, zu meiner Person, ich bin Student an der TU Graz, mal mehr, mal weniger. Kann ich schon weiterschalten? Ja. Ich bin auch beruflich tätig als Backend-Engineer bzw. Linux-Sys-Admin, bin seit vielen Jahren Linux-User, ich glaube inzwischen seit über 8 und verwende Free- und Open-Source-Software. Und NixOS verwende ich jetzt privat als meine Linux-Distro of Choice seit 2019. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, meine Folien sind zwar auf Englisch, aber ich werde den Vortrag auf Deutsch halten. Sollte irgendwas unklar sein auf den Folien, wie gesagt, einfach fragen. Das Erste, was ist nichts? Nix. Nix sollte man nicht verwechseln mit Sternchen Nix, also mit allen möglichen Unix-Systemen. Nix ist zwar ein Unix-Derivat, wie auch Linux, aber Nix ist eigentlich all das, nämlich eine Sprache, also eine Programmiersprache, ein Paketmanager, eine Package Library, die sogenannten Nix Packages und ein Betriebssystem NixOS. Allgemein, Nix ist inzwischen ein großes Ökosystem, das heißt, es gibt auch noch einige Deployment Tools und anderes, was unter diesem Begriff Nix alles zusammengefasst wird. Ein paar Worte möchte ich verlieren zur Nix-Sprache, die ist schon etwas speziell. Es ist eine komplett funktionale Programmiersprache, das heißt ähnlich wie Haskell oder Racket oder Clojure, und sie ist domain-specific. Ein Ding, was ich erklären möchte ganz kurz, ist, was dieses lazily evaluated bedeutet, das ist nämlich relativ wichtig. Wenn man sich da dieses Attribute-Set anschaut, gäbe es hier eine Funktion, die einige Minuten bräuchte, um zu evaluieren. Allerdings wird diese Funktion nie evaluiert werden, weil wir aus diesem Attribute-Set lediglich A abfragen und dementsprechend sofort unser Ergebnis haben. Das heißt, der Wert von B wird gar nicht erst evaluiert. Wofür verwenden wir jetzt diese Nix-Sprache? Weniger zum wirklichen Programmieren, sondern eher um Package-Descriptions und Konfigurationen zu deklarieren. Das heißt, wir wollen im Endeffekt Derivate bauen. Ich hätte jetzt vorbereitet so ein paar Folien. Ich werde das, glaube ich, jetzt nicht in der Shell selbst zeigen, sondern auf den Folien und nur beispielhaft mal so ein Derivat zeigen. In diesem Fall, genau, hätten wir jetzt das sogenannte Standard Environment und wir würden ein Paket bauen wollen, das lediglich diesen String Hello World, Welcome to Grazer Linux-Tage 2023 uns quasi ausgibt. Und was wir noch in dieser Install-Phase jetzt machen würden, wäre das Ganze ausführbar machen und wir fügen noch ein paar Metainformationen hinzu, die braucht jedes Paket und als nächsten Schritt können wir es bereits bauen. Das ist jetzt alles ein bisschen kurz gefasst, das muss man jetzt auch nicht unbedingt alles verstanden haben, aber letztendlich haben wir jetzt ein Derivat, das im sogenannten Nix-Store abgelegt wird. Und eine Binary wurde gebaut, die direkt ausführbar ist und man sieht jetzt, dass hier dieser Echo-Command auch ausgegeben wird, wenn man diese Binary ausführt. Man kann das jetzt auch noch ein bisschen komplexer gestalten. Hier sehen wir, dass wir außer dem Standard Environment auch noch die C-Shell und Hello importiert haben. Warum das Ganze? Weil wir jetzt ein etwas ausgefallenes Beispiel haben wollten und aus welchem Grund auch immer waren wir mit Bash nicht zufrieden, sondern wollten die C-Shell verwenden, mache ich privat auch. Und wir haben ein Paket verwendet, nämlich Hello, wer es nicht kennt, dieses Paket ist meistens einfach nur zum Testen da und gibt lediglich auf einer Shell quasi den Output Hello World. Das heißt, dieses etwas komplexere Paket kann von uns jetzt genauso gebaut werden wie zuvor. Das Ergebnis ist das gleiche. Was ich damit verdeutlichen wollte, ist, dass wenn man ein Derivat baut, dass man dann tatsächlich alle Inputs, wie beispielsweise dieses Hello-Paket, auch anführen muss, wenn man sie verwenden möchte. Das heißt, alle Derivate sind miteinander verknüpft.
Das schafft einen sogenannten Dependency Graph, das heißt, alle Abhängigkeiten sind miteinander verlinkt, sodass eigentlich versionsunabhängig Software quasi in diesem Nixstore dann landet, die auch parallel dort existieren kann. Wo landen jetzt all diese Pakete? Eben in der sogenannten Nix Package Library oder den Nix Packages. Das ist ein inzwischen sehr, sehr großes Repository auf GitHub, wo eben all diese Derivate, wie ich sie vorher erklärt habe, also diese Package Descriptions, verwaltet werden. Ein Beispiel-Package ist jetzt zum Beispiel nicht so ein simples, wie ich das vorher gezeigt habe, sondern das wäre beispielsweise Curl. Ist verfügbar für alle möglichen Plattformen, das heißt eben nicht nur für NixOS selbst, sondern auch für andere Nix-Derivate, das heißt auch beispielsweise für macOS. Dementsprechend ist hier diese Package-Description schon recht komplex. Da reinzukommen und quasi selbst zum Nix Packages Contributor zu werden, dauert ein bisschen, aber es gibt sehr gute Tutorials. Ich behaupte mal, wenn man schon etwas Erfahrung mit funktionalen Programmiersprachen hat, dauert so etwa 2 Stunden mit diesen Tutorials, bis man so seine ersten Packages bauen kann. Abhängig davon, wie viel Erfahrung man da eben hat, auch mal länger. Auch bei mir hat es einige Zeit gedauert. Nur zum Vergleich, wir sehen hier eine Auflistung von einigen Packages, das ist von Repology.com, dementsprechend, tut mir leid, alles recht klein. Wir sehen da unten so klassische Linux-Distributionen, die es schon sehr lange gibt, wie beispielsweise Slackware und weiter oben dann beispielsweise Debian Testing und Co. Und Nix Packages ist da in einer eigenen Klasse. Also alle blauen Punkte, die man da ganz auf der rechten Seite sieht, abgesehen vom untersten, sind jetzt eben diese Nix Packages. Das heißt, die umfassen einfach verdammt viele Pakete. Von Firefox über Curl, alles Mögliche. Der unterste Punkt ist das Arch User Repository. Das ist ja bekannt dafür, dass da sehr viel Software verwaltet wird drüber. Das ist nur ein Bruchteil dessen und vor allem sind die Pakete nicht so aktuell gehalten. Zusätzlich ist das Arch User Repository eben ein User Repository, das heißt, dort wird nicht jedes Paket überwacht bzw. regelmäßig gecheckt. In den Nix Packages sind nur solche Pakete, die von einem Nix Packages Contributor quasi auch abgesegnet worden sind. Was bringt jetzt Nix noch mit sich? Einen Paketmanager, den man eben nicht nur für Linux-Systeme, sondern auch für andere Unix-Systeme verwenden kann. Ja, zu dem gehört auch macOS. Und dieser Paketmanager soll jetzt Paketmanagement reproduzierbar und verlässlich machen, indem wir eben diesen deklarativen Ansatz verwenden. Wir könnten jetzt beispielsweise 2 Pakete installieren von unterschiedlichen Channels. Was diese Channels sind, erkläre ich gleich noch. Letztendlich haben wir dann quasi in diesem Nixstore das Paket und die Pakete werden nicht tatsächlich alle von Source quasi gebaut, wie das beispielsweise bei Gentoo, glaube ich, der Fall ist, sondern die werden in einem Binary Cache quasi über Nacht gebaut und dann dort reingelegt. Das heißt, was man im Endeffekt macht, ist, man greift verifizierte Binaries ab. Falls einmal so ein Binary nicht abgegriffen werden kann von diesem Public Cache, dann werden die Pakete trotzdem gebaut. Das kann dann dementsprechend recht lang dauern, vor allem wenn man es macht auf beispielsweise einem Raspberry Pi, wie ich gestern. Genau. Das ist jetzt nicht wahnsinnig deklarativ, was wir da vorher gesehen haben. Das ist jetzt ähnlich gewesen wie bei apt. Wir installieren ein Paket und vergessen vielleicht danach drauf. Mit der Zeit sammeln sich dann auf einem Linux-System sehr, sehr viele Pakete an. Und unter Umständen, wenn man ein neues System aufsetzt, weiß man nicht, welche Pakete das alle waren und hat plötzlich eine andere Umgebung. Verlässt sich unter Umständen auf ein Paket, was gar nicht installiert ist. Wir können jetzt ein Tool verwenden, das tatsächlich unter allen Unix-Umgebungen, nämlich Home Manager. Das ist jetzt nicht NixOS spezifisch, sondern das können wir verwenden, um einerseits den User Space aufzusetzen und eben, wie man hier sieht, Pakete zu installieren. Das heißt, beispielsweise haben wir hier jetzt aufgelistet die GNU Core Utils, Curl und wget und wir haben ein Programm namens direnv aktiviert. Das würde jetzt alles für unseren aktuellen User im User Space quasi installiert und konfiguriert werden.
Und man hat noch viele andere Möglichkeiten, den User Space zu konfigurieren, beispielsweise indem man Config-Files automatisch setzt. Das heißt, man kann das zum Beispiel auch für .File-Management verwenden. So bin ich ursprünglich zu NixOS gekommen, weil ich eine bessere Lösung für mein .File-Management gesucht habe. Was ist jetzt... Als weiteres Beispiel hätte ich da jetzt noch angeführt. Manche von euch, die in der Arbeit vielleicht auch so wie ich macOS verwenden müssen, kennen vielleicht Brew. Mit Brew kann man auch gewisse Reproduzierbarkeit erreichen, indem man sogenannte Brew-Files verwendet. Nix geht da einfach noch einen Schritt weiter, indem man eben alle möglichen Dinge deklarieren kann und man kann auch Homebrew von Nix aus verwalten. Was ist jetzt genau NixOS? NixOS ist eben eine Linux-Distribution, die auf diesem Nix-Packages basiert, also auf dieser gesamten Package-Library, und hat ursprünglich als Uni-Projekt vom Ilko Dolstra in 2003 schon angefangen. Ich würde mal behaupten, so wirklich erst die meisten Leute sind darauf aufmerksam geworden mit dem ersten Stable Release Branch in 2013. Inzwischen gibt es Stable Releases alle 6 Monate, also jeden Mai und jeden November, und die haben einen Codename wie beispielsweise Raccoon, und der ist zusammengesetzt dann quasi aus dem Ende des Jahres und des Monats, in dem das Release fixiert wurde. Und diese Stable Releases erhalten dann auch Bugfixes und sicherheitskritische Updates bis zu 7 Monate. Das heißt, nach 6 Monaten kommt ein neues Stable Release raus, nach 7 Monaten läuft dann quasi das alte mehr oder weniger aus. Was ich gern noch dazu sagen würde, ist, dass dass man durchaus auch auf unstable Channels sich verlassen kann. Das heißt, man kann eben diesen Release Channels folgen und einen beispielsweise festlegen. Zum Beispiel, man setzt jetzt fest, mein Release Channel ist 2211. Ich folge jetzt schon seit über einem Jahr dem unstable Channel und kann behaupten, dass bei mir nur alle 4-5 Wochen mal ein Paket nicht baut, und das ist dann meistens innerhalb von einem Tag behoben, meistens sogar innerhalb weniger Stunden. Unter NixOS schaut das jetzt ähnlich aus, wenn man Pakete installieren möchte, wie zuvor gezeigt beim Home Manager. Das heißt, man kann sie schlicht und einfach auflisten. Und NixOS geht jetzt eben einen Schritt weiter. Man kann eigentlich sein gesamtes Betriebssystem über diese Descriptions aufsetzen. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr nur eine Auflistung von Paketen, die man installiert haben möchte, sondern es sind beispielsweise auch Dinge wie, auf welcher Disk in meinem, auf meinem PC tatsächlich quasi die Nix-Installation vorhanden ist, beziehungsweise auch, wo mein Home Directory oder dergleichen zu finden ist. Man kann auch den Latest Kernel direkt vom Unstable Channel zum Beispiel sich ziehen, wenn man jetzt irgendeine neue Hardware hat, wie einen Framework-Laptop oder dergleichen, und man braucht jetzt die letzte Hardware-Unterstützung durch den aktuellen Kernel. NixOS verlässt sich doch sehr stark auf Systemd. Einerseits als Init-System, man kann zwar experimentell andere Init-Systeme auch verwenden, aber auch die ganzen Services werden über Systemd gelauncht. Hier sieht man beispielsweise, dass ein OpenSSH-Setting konfiguriert wird oder beispielsweise für SSDs das Trimming aktiviert wurde, damit man eine längere Lebensdauer erhält. Oder was zum Beispiel passiert, wenn der Power-Button gedrückt wird. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele dafür, was man alles auf seinem Betriebssystem eben deklarativ auch in seiner Config unterbringen kann. Was auch recht wichtig ist, NixOS hat eine Garbage Collection. Das heißt, wenn man regelmäßig solche Derivate erstellt, beispielsweise nur kurz einmal ein Paket installiert, also man kann auch nur für einen Moment ein Paket quasi verwenden über Nix Run, und da häufen sich dann einige dieser Derivate in dem Nix-Store an. NixOS ist verschrien als recht festplattenintensiv, das heißt, man braucht mindestens 1 Terabyte für eine NixOS-Installation. Würde ich sagen, stimmt so nicht, außer man installiert alle Packages, die es so im Nix-Packages gibt. Man muss lediglich die Garbage Collection aktivieren und beispielsweise wöchentlich, so wie ich es mache, alle Derivate löschen, die älter als einen Monat sind. Was das auch macht, ist, es löscht die Boot-Entries, weil mit jeder, unter NixOS, jedes Derivat, das ich quasi von meinem System erstelle, erstellt auch einen neuen Boot-Entry.
das ermöglicht mir jetzt, dass wenn ich beispielsweise meine Konfiguration komplett zerstört habe und ich ein System habe, was nicht booten möchte, wo gewisse Dinge einfach nicht starten, kann ich einen Rollback machen auf die letzte Generation. Das macht das Ganze sehr einfach. Das heißt beispielsweise, wenn eben auf diesem Unstable Channel irgendetwas zu einem Problem geführt hat, sehe ich das sofort. Ich kann in die neue Generation nicht reinbooten und solange man die noch nicht gelöscht hat, kann man dann einfach wieder in die alte booten. Das ist sehr praktisch. Allerdings auch hier sollten sich nicht zu viele anhäufen, weil das natürlich Storage Space braucht. Was kann man jetzt tun, wenn ein Paket nicht bauen möchte? Es gibt diverse Communities. Einerseits Discord. Es gibt auch diverse Matrix-Channel für unterschiedliche Gruppen. Und man kann auch direkt, wenn man Issues hat, beispielsweise im Nix Packages Repository, die natürlich erwähnen und bekommt da oft Hilfe. Discord ist unofficial, das heißt, ich würde mich eher an Discourse halten. Was würde ich heute noch gern promoten? Ich habe jetzt mit einigen Leuten aus Wien eine NixOS User Group gegründet. In Graz hat es bisher noch kein Meetup gegeben. Wer Interesse hat, auch in Zukunft vielleicht noch sich gelegentlich über Nix oder NixOS auszutauschen, ist herzlich willkommen, den QR-Code zu scannen. Unser nächstes User Group Treffen wird am 24. in Wien sein. Derzeit ist geplant, dass immer wieder mal in Wien und in Graz Treffen vor Ort irgendwo stattfinden werden und immer wieder mal vielleicht so einmal im halben Jahr auch online. Das heißt, selbst wenn ihr nicht aus Graz seid, könnt ihr gerne einmal vorbeischauen. Die Seite ist auch ganz einfach, nixos.at. Sieht dann so aus, ist eine statische Seite, wo ihr auch den Matrix-Channel verlinkt seht und auch unsere Codeberg-Organisation. Und unter Meetups findet ihr dann eben auch das nächste Meetup. Vielleicht ist gelegentlich wer in Wien. Ich würde mich freuen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne auch mich nachher noch befragen. Ein Projekt im Speziellen möchte ich jetzt noch vorstellen, nämlich DevEnv. Wenn ihr jetzt sagt, NixOS ist überhaupt nichts für mich, ich kann mir nicht vorstellen, Nix auf macOS zu verwenden oder sonst irgendwo auf meinem Linux-System, dann schaut euch bitte zumindest DevEnv an. Das ist ein sehr, sehr cooles Tool, was auf Nix basiert, mit dem man Development Environments aufsetzen kann über Nix. All diese Projekte, die ich da erwähne, werden jetzt nachher auch noch aufgelistet sein. Meine Slides werden ja später verfügbar gemacht. Das heißt, ihr könnt dann auch einfach den Links auf den Slides folgen. Was sehen wir hier jetzt konkret? Wir wollen ein Development Environment für die Rust Toolchain aufsetzen. Das heißt, wir aktivieren einmal die Programmiersprache Rust. Das ist eben Teil dieses DevEnv-Projekts, dass dann gewisse Pakete im Hintergrund installiert werden, beispielsweise Rust C. Und wir sagen, wir wollen jetzt die Nightly Version, weil wir die für dieses Projekt brauchen. Wir könnten jetzt in einem anderen Directory, wo wir eine andere Rust-Version brauchen, einfach ein anderes DevEnv-File haben, also ein eigenes default.nix oder devenv.nix und da einfach eine andere Version spezifizieren. Genauso gibt es da die Möglichkeit, Pre-Commit-Hooks zu setzen, wie beispielsweise ein Git-Linting oder dergleichen oder noch zusätzliche Pakete installieren. Man kann das jetzt kombinieren mit einem Tool, das heißt DearEnv, so dass man automatisch ein Development Environment für sein Projekt gelauncht bekommt, sobald man in das Subdirectory wechselt. Ich mache das inzwischen für alle meine statischen Websites, die ich so baue, dass ich quasi ein Environment definiere, in dem Fall nicht mit DevEnv, sondern über eine Flake und ich brauche lediglich hineinwechseln und quasi der gesamte Generator, also ich verwende da Hugo, wird im Hintergrund quasi gepullt, steht dann zur Verfügung und es werden noch einige Environment Variables gesetzt und ich kann sofort losstarten, wieder an meiner Website irgendwas zu bearbeiten. Wie gesagt, unterschiedliche Sprachen werden unterstützt. Schaut sich das einmal an, ist ein richtig, richtig cooles Projekt. Nein, DevEnv geht wirklich überall dort, wo nichts geht. Das heißt, unter allen Unix-Derivaten auch. Windows-Unterstützung gibt es noch nicht. Bezweifle ich auch ein bisschen, dass die jemals kommt. Wer jetzt noch auf Windows zu Hause ist, ist selbst schuld. Ich werde die Folien jetzt gar nicht lange alle angezeigt lassen. Ihr könnt euch, wie gesagt, dann später auf der Website der Linux-Tage... Welche Frage wiederholen? Ah, Verzeihung.
ich hätte die Frage wiederholen sollen, ob DevEnv verfügbar ist auf allen möglichen Linux-Distributionen und auch Unix-Derivaten oder nur auf NixOS. Die Antwort habt ihr jetzt schon gehört. Und ja, die Ressourcen, könnt ihr euch dann eben einmal durchklicken. Einerseits gibt es die NixPills, wo man so, Fragen beantworte ich gleich, wo man so eine allgemeine Einführung noch bekommt und alle Projekte, die ich jetzt so erwähnt habe. Alles, was hier in rosa angezeigt wird, sind dann auch eben Links, die man anklicken kann. Und auch auf das möchte ich euch noch kurz hinweisen. Einige dieser Projekte sind auch in einer Community-Maintained Link-List aufgelistet, die ich als sehr hilfreich empfunden habe, als ich mit Nix und NixOS begonnen habe. Ganz kurz noch, das Beispiel für die Lazy Evaluation habe ich von diesem Blogpost genommen, weil ich das sehr hilfreich fand. Und jetzt sage ich einmal danke fürs Zuhören und bin offen für alle Fragen. Wie installiert man dann unter NixOS-Paket? Muss ich die Config anpassen oder die Config laufen lassen? Oder kann ich apt-install oder halt Nix-Dingsy? Ja, die Frage ist, ob man unter NixOS jetzt Pakete über einen gewissen Workflow installieren muss. Die Antwort wäre, es gibt Dutzende Workflows. Wenn man gewohnt ist, mit apt-install oder brew-install oder was auch immer Pakete zu installieren, kann man das machen über eben dieses NixEnv, was ich zuvor gezeigt habe. Dann ist es mehr oder weniger instant verfügbar. Man kann beispielsweise, wenn man Software nicht tatsächlich installieren möchte auf seinem System, weil man sie nicht oft braucht, sondern nur kurz einmal testen möchte, kann man über NixRun auch quasi einfach nur diesen Eintrag im NixStore erstellen und der wird mit der nächsten Garbage Collection wieder gelöscht. In seine Konfiguration würde man es dann eintragen, wenn man quasi sagt, ich bin auf diese Software täglich angewiesen, ich brauche die für das und das Projekt und würde sie dann eben in seine Konfiguration eintragen. Diese Konfiguration kann natürlich Ausmaße annehmen, die nicht mehr so gesund sind. Man kann miteinander diese Files natürlich auch verknüpfen. Ich habe mittlerweile in meiner Systemkonfiguration, glaube ich, über 800 Files zumindest, weil ich einzelne Module erstelle, beispielsweise für Grafikprogramme, die ich verwende, um Grafiken darzustellen. Dann habe ich ein eigenes Modul für die Bearbeitung von Videos, dann habe ich ein eigenes Modul für Blender und dergleichen. Das heißt, wenn man wirklich unter NixOS dann quasi sich's gemütlich macht, dann kann man eben einfach diese einzelnen Files erstellen und dann miteinander verknüpfen. Ich habe auch verlinkt in den Ressourcen meine .files, falls es irgendwen interessiert, gerne mal dort vorbeischauen. Sie sind fürchterlich messy. Es gibt viel, viel bessere Beispiele, die ihr beispielsweise findet auf dieser Awesome Nix-Seite. Es gibt da Configs, die auch noch sich mit dem Thema Flakes beschäftigen, die ich auch mit meiner Config verwende. Auf das wollte ich jetzt heute nicht eingehen, weil das ein bisschen zu viel gewesen wäre. Ja, fangen wir vielleicht da an. Ja. Und meintest, dass im Gegensatz zu zum Beispiel der EOA alle Pakete von einem Nix-Contributor beobachtet wurden. Ist das nur bei der Stable Nix-Packages der Fall oder auch bei der Unstable und den anderen? Und vielleicht, wie viele gibt es davon? Weil das wissen ja ziemlich viele Leute, sein und so viele Pakete. Ja. Ich wiederhole die Frage noch einmal für den Stream. Die Frage war, wie schaffen es Pakete überhaupt in Nix-Packages hinein? Was ist quasi jetzt tatsächlich der Unterschied zum EUA? Und wie viele Kontributoren gibt es da, die quasi diesen Status überwachen? Es gibt sehr viele Nix-Packages-Contributor. Ich bin einer davon. Ich habe eben auch schon so Paketbeschreibungen beigetragen. Es haben allerdings nur eine Handvoll Leute oder mehr als eine Handvoll, ich weiß nicht, wie viele es da tatsächlich sind, quasi die Rechte, Pull-Requests auch zu mergen. Das heißt, der normale Workflow, wer GitHub kennt, ganz normal, man erstellt einen Fork von diesem Nix-Packages-Repo, erstellt seine Änderungen, pusht das auf einen eigenen Branch und erstellt dann quasi einen Pull-Request. Da wird dann einiges wahrscheinlich kritisiert werden von eben etablierten Nix-Packages-Contributor und es wird dann ein paar Iterationen brauchen, bis das Paket quasi so weit ist, dass es tatsächlich in diese Package-Library aufgenommen wird.
Wenn jetzt aus welchen Gründen auch immer ein Paket nicht aufgenommen wird, wird das meistens begründet. Es werden auch immer wieder Pakete entfernt, die, damit es eben nicht einfach zu aufgeblasen wird. Also das Projekt ist sich durchaus seiner Größe inzwischen bewusst. Und es gibt jetzt auch das NUR, also das Nix User Repository, wo ähnlich wie beim AUR dann quasi Software reinschaffen kann, die nicht extra abgesegnet werden muss, ist aber dementsprechend auch natürlich risky. Ich glaube, da in der ersten Reihe war noch eine Frage. Das habe ich noch nicht aufgesetzt. Ich verwende tatsächlich, Frage noch kurz wiederholen, ob ich meine Konfiguration zwischen unterschiedlichen Rechnern teile und ob ich bereits einen Nix Cache quasi selbst aufgesetzt habe. Ich habe schon viele Blogposts gelesen, wie man es macht. Ich habe selber noch nicht umgesetzt. Also ich verwende nach wie vor diese Public Caches, was natürlich recht viel Network Traffic verursacht. Habe aber inzwischen NixOS aufgesetzt auf 2 Servern, meinem Desktop-PC, 2 Raspberry Pis und Co. Verwende Nix eben auch auf meinem MacBook von der Arbeit und auf meinem Steam Deck inzwischen. Langsam wäre es Zeit, dass ich quasi auch das Caching bei mir lokal im Netzwerk habe. Man kann seine Konfiguration dann natürlich auch so gestalten, dass man einfach nur über mehr oder weniger Toggle-Switches in seiner Config sagt, ich möchte jetzt auf diesem Rechner die und die Module. Ich habe vorher das Videobearbeitungsmodul erwähnt, das habe ich beispielsweise auf meinem Notebook nicht aktiviert, weil ich da sowieso nicht die Rechenkapazität hätte. Auf meinem Desktop-PC ist es hingegen aktiviert. Ja. Vielleicht können wir das nachher noch besprechen. Mir ist jetzt schon mehrfach angezeigt worden, dass der Vortrag jetzt leider schon zu Ende gegangen ist, aber ich beantworte die Frage sehr gerne noch. Danke nochmal.